Es geht weiter bei Tomb Raider 4 im Grabmal des Hammerhead. Wir haben in der letzten Folge verloren. Und wie gesagt, ich habe jetzt eine Doppelfolge aufgenommen. Ich habe das ja gerade eben vor einigen Sekunden erst hier abgeschlossen. Ich hatte jetzt Bock, hier noch kurz weiterzumachen. Ab zum Verliererweg! Wenn Gewinner hier werden jetzt hier übrigens solche Stäbe oder solche Gitter hochgefahren. Was bei uns natürlich jetzt nicht der Fall ist. Mein Gott. Müssen wir hier rein oder müssen wir hier unten weiter rutschen? Keine Ahnung. Ach, und das erste von zwei des Secrets schon gefunden. Krass. Gibt da hier zwei, die man normalerweise halt nicht findet. Da habe ich doch schon eins. Das ist auch mal schön. Auch mal schön. Guck mal, eine Fackel. 148. Geil. Hier liegt immer noch nichts. Wir müssen wirklich hier runter. Kriege ich auch so hin. Sehr gut. Mit zwei Krügen. Ein kleines Medipack und Shotgun oder Pumpgun-Munition. White Shot. So. Perfekt. Perfekto. So. Fällt geht auch langsam aus. Ach, hier liegt doch noch was, sehe ich gerade. Ich will fast übersehen jetzt. Uzi-Munition. Was haben wir davon jetzt eigentlich? Uzi-Munition? Oh, krass. Uzi-Munition geht inzwischen auch, komm, Lara. 810. Shotgun-Munition übrigens auf der normalen Ammo 162, auf der White Shot 66. Das ist schon heftig. Hallo, kannst du dich mal festhalten? Das ist ja typisch hier. Mal nicht, oder? Jetzt hält sie dich fest. Naja, gut. Ja, dann wieder zurückspringen. Wir müssen jetzt, glaube ich, ja wieder dahin zurück. So. Und hier runter. Schön dran gesprungen. Hier ist ein Medipack. Das will ich haben. Ist aber jetzt kein Geheimnis, glaube ich. Und Ulti-Munition. Geheimnis Nummer 2 befindet sich in dem Hauptraum des Verliererweges praktisch. Das ist hier noch nicht. Und auch nochmal Uzi-Munition. Wir haben ja nicht genug. 840 müssen wir jetzt haben. Und im Hauptraum des Verliererweges angekommen. Hier sind wir jetzt. Das ist dieser Hauptraum. Um einiges verwirrender als der Hauptraum des Gewinnerweges. Hier auch so ein Ekel, also sogar zwei ekelhafte Seile. Ich glaube, die Hintergrundsounds haben sich gerade ein bisschen verändert. Fledermäuse. Wirklich ein ekelhafter Hintergrundsound. Ich hasse den. Guck mal erstmal, was hier oben ist. Ne? Ich habe ja keine Ahnung so richtig, was man hier machen soll. Ich kenne nur den Gewinnerweg. Okay. Ach ja, wie war das hier nochmal? Oh. Hier ist ein Schalter. Gucken, was der macht. Ja, diese Kisten, also diese Spielsteine waren ja auch komisch irgendwie. Muss der Spielstein zufällig in der Mitte sein? Ich habe wirklich keine Ahnung. Weil die kann man nämlich hier schieben. Probier's einfach mal. Kann ja nicht schaden, ne? Also ich habe keine Ahnung, wie gesagt, das ist wirklich hier komplett blind für mich. Dieser eine Weg. Weil ich einfach das noch nie gesehen habe. Also Höcke 96 habe ich mal kurz angeschaut, aber ich glaube, da kenne ich halt nur den Raum, aber was man hier machen muss, weiß ich auch nicht. Der Gewinnerweg kenne ich natürlich gut. Dafür haben wir jetzt ja auch schon ein Geheimnis gefunden, was wir normalerweise nicht gefunden hätten. Vielleicht finden wir auch das zweite, was hier noch liegt. Hier. Wenn der einmal gezogen ist, geht das dann trotzdem noch zurück? Ja! Ja! Es hat was geholfen. Das war ja mal richtig gut von mir, fand ich jetzt schon. Was haben wir denn gefunden?
Cartouch Pies 1 und vor allen Dingen 1. Das heißt bestimmt, wir brauchen noch eine zweite davon. Aber das hätten wir jetzt schon mal. Erstmal wieder auf Speichern. So. Da haben wir jetzt überall die Seile und da unten kann man was einsetzen. Müssen da zwei rein? Ich weiß es nicht. Ich will mal irgendwie hier runterkommen jetzt. Das überlebst du ja bestimmt, ja. Okay, hier sind jetzt irgendwie ekelhaften Seile. Oh Gott, das ist ja echt ätzend. Runter kommen wir schon mal. Hier muss nur eins rein, oder? Ne, das ist ein falsches Teil. Also das, was wir jetzt hier haben, passt ja nicht rein. Okay. Aber hier vielleicht. Nö. Wir brauchen aber zwei von diesen Dingern und keins passt davon rein. Vielleicht muss man auch welche kombinieren. Wir müssen halt vier davon finden. Da müssen wir halt, wenn wir zwei haben, das kombinieren, dass es zu einem wird. Keine Ahnung. Wie spannend es doch ist. Hier um die Ecke hangeln kann sie nicht, oder? Doch, kannst du. Und hoch. Wirklich, es ist wirklich extrem blind für mich halt. Das ist halt, ah, oh, das ist so komisch irgendwie, gerade in so einem Spiel. Können wir von hier her? Ich glaube, ja. Ich bring mal an das Seil. Uiuiuiui. Ich spiele mit Gamepad seit der letzten, vorletzten Folge schon. Deswegen ist für mich jetzt auch ein bisschen einfacher, hier so mit den Seilen umzugehen. Na? Das war schlecht. Also hier rüber komme ich sowieso. Was wollte ich eigentlich mit dem anderen Seil? Wie soll ich denn bitte dahin schwingen? Dahin bestimmt. Kommt man von hier auch an das Seil ran? Moment. Okay, mal laden. Und ran. Oder da drüben hat dieser da ist ein bisschen dieser Stein, da müssen wir bestimmt hin. Der ist zu weit, glaube ich. Das könnte sogar fast klappen. Ich brauche hier oben mal ab, aber auf einem anderen. Deswegen auf einem anderen. Bom, 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 dem. Warum hängst du dich eigentlich immer auf, Lara? Das ist komisch. Okay. Ja, weitermachen. Ja! Oh, speichern. Super, mach mal nach unten. Oh, ich bin mit Seil immer so schlecht, aber das ging jetzt eigentlich. Das hat gar nicht so lange gedauert. Und jetzt dahin nehme ich an. Es ist zu weit, Lara. Du musst mal kurz noch einmal drehen. Dreh doch mal. Oder zu extrem. Scheiße. Das müsste jetzt gehen. Oder auch nicht. Es wackelt einfach so extrem, dass ich hier. Kriegst du aber noch hin. Sehr gut. Speichern. Speichern. So, und hoch. Hoch die Stange. Also noch finde ich es ja relativ einfach. Aber keine Ahnung, wie es noch entwickelt. Den Secret ist, dreh ich durch. Drehe ich wirklich durch. Was ist denn hier? Guck mal, eine Fackel nochmal. Ach, man muss hier hoch, glaube ich. Okay, war also, glaube ich, jetzt nichts weiter hier. Diesen Löchern. Ja, Lara, wie du wieder an der Stange reibst. Oh, muss ich ihn hier machen? Sieht irgendwie nicht so toll aus.
So wird's nix. Ja. Was hast du davon? Kannst du hier stehen? Nee, halt nicht, deswegen. Guck mal von hier. Hör sich nicht festhalten. Wisst ihr warum? Weil sie ihre Fackel gerade wegschmeißen wollte. Schon wieder. Okay, Leute, also das Problem ist, also hier ist nichts. Ich muss mal wieder runter. Mach die Fackel mal weg. Danke. Hier muss aber was sein. Hier eigentlich? Kann man hier, oh, hier rutscht doch bestimmt, ja. Da komm ich bloß wieder hier runter. Ja. Ich bin dumm. Hier kamen wir her, Leute. Was ist mit mir los? Hier kamen wir doch her, deswegen sind wir doch gerade runtergerutscht. Oh, ich bin so bekloppt. Wir müssen da zu diesem anderen Ding hin. Moment. Uiuiui. Haben wir wieder speichern, dass wir hier drauf sind? Nee, erst speichern, wenn wir hier weiter sind. Wir sind, glaube ich, darüber. Ah. Erstmal wieder speichern. Das könnte wieder klappen, aber ich weiß es nicht. Nee, das war ein bisschen zu weit links, habe ich das Gefühl gehabt jetzt. Jetzt. Uiuiui. Ja! Das ist immer so ein bisschen, ne? Ah, da komm ich da auch hoch mit der Leiter. Guck doch mal, das kann nicht sein, dass wir hier. Guck mal, ich will mal dahin. Da kann man nicht so eine Tür aufmachen. Genau, das ist ein. Ich hoffe, es ist kein Geheimnis. Doch, ist es. Dann haben wir auch das zweite Geheimnis gefunden. Besser als nix, aber es ist halt so, ne? Ich brauch's eigentlich nicht. Ist mal 10. Und jetzt haben wir 20 Explosiv-Ammo, geil. Durch dieses Secret erhalten. Aber ich komme ja von hier wieder an dieses Seil ran. Ich weiß ja nicht. Wie lange haben wir noch? 2 Minuten. Dann kann ich wenigstens mal probieren, an dieses Seil, also nicht an dieses Seil, sondern an diese Dings dran zu kommen. Das war nix. Und sollte ich. Warte mal. Mann! Stehen kannst du dann nicht, oder? Oh, dann kannst du weiter drauf springen, Moment. Geil. Ich hab's überlebt. Okay, dann mache ich von hier oben. Von hier unten gehe ich dann hier hoch. Wie viele Medipacks haben wir eigentlich jetzt? 39 kleine und 20 groß, also fast 40 kleine Medipacks haben wir jetzt auch schon. Unfassbar. Unfassbar. Ob das denn Sinn macht? Weil wir kamen von einem definitiv runter. Das heißt, eins von dieser gerade eben hat keinen Sinn gemacht. Das heißt, das hier muss eigentlich irgendwas bringen. Dieser Raum, der verwirrt mich schon wieder. Füllen wir das hier einfach auch mal aus. Liegen schon mal 2 Gegenstände rum. Und jetzt 30 Explosiv-Ammo? Nein, oder? Stimmt nicht. 20 weiterhin. Hier liegen aber Sachen drin. Also hier war ich noch nicht drin, definitiv. Und hier Schrotflinten-Munition. Lagen jetzt hier nur Sachen drin oder geht's hier auch irgendwo hin? Geht's hier hoch? Jetzt geht wieder hoch, aber ob das uns was bringt, ist natürlich wieder die nächste Frage, ne? Okay. Hier lagen schon mal Explosiv, Armbrust-Ammo. Was ist denn los? Armbrustmunition oder Armbrustammo? Dasselbe hier, oder? Ja. Bringt uns einfach mal gar nichts. Jetzt jagt nur Munition oben drin. Ja. Da so Zeit auch rum ist, Leute. Ich gehe da jetzt nochmal, oder?
Ja, also wir werden. Ich ist es egal. Warte, das war jetzt. Wartet. Ich gehe da jetzt nochmal hin, wo die Munition lag. Heb die mal schnell auf und dann sage ich einfach mal bis zur nächsten Folge. Ich habe wahrscheinlich keine Ahnung. In 2,5 Wochen jetzt dann später, was wir hier eigentlich zu tun haben. Ich habe, denke ich mal, gar keine Ahnung. Aber wir werden in der nächsten Folge einfach mal rätseln, was denn noch so zu tun ist. Also jetzt nehme ich hundertprozentig nicht noch was auf, weil ich morgen keine Zeit habe. Morgen ist für mich Dienstag. Übermorgen ist eine Disco. Da habe ich auch keine Zeit. Und Donnerstag ist schon die Vorbereitung für den Urlaub. Das heißt, es wird also nichts mehr kommen, denke ich. Tomb Raider 2, denke ich mal, auch nicht mehr. Nee, der wird auch nichts mehr kommen. Tomb Raider 2 wird auch nichts mehr kommen. Aber ich habe das Spiel mit euch gespielt. Das wollte ich ja auch machen. Jetzt bin ich in diesem Scheißraum angekommen. Hätte ich lieber gewonnen. Aber egal. So, und die auch nochmal aufheben. Hier mal runterlassen. Ja. Dann würde ich sagen, rätseln wir einfach mal in der nächsten Folge weiter. Wir haben jetzt hier alle 2 Geheimnisse gefunden, die es hier in diesem Raumkomplex gibt. Schon mal gut, ne? 2 Geheimnisse. Jetzt sind wir nämlich schon bei 26 von 70. Ja, und wir müssen jetzt in der nächsten Folge rätseln, wo wir hin müssen. Vielleicht spiele ich privat hier noch mal ein bisschen weiter, dass ich vielleicht irgendwie noch in 2,5 Wochen Bescheid weiß. Aber ich weiß dann sowieso nicht mehr Bescheid bestimmt. Wir gucken mal, wie es wird. Ne? Bis in 2,5 Wochen, Leute. Ciao.